Und damit ein Hallo und herzlich willkommen zurück. Ja, aus dem Livestream besser gesagt. Nein, keine Ahnung. Wir sind hier auf jeden Fall mit ihm. Emil the Race, wieso sprechen, denn wir waren ja letztens mit ihr. Ist Kang irgendwie ein Wesenkunst oder keine Ahnung was. Aber ja, wir quatschen nicht lange drum. Emil the Race? Wir holen uns das Ganze. Albie Weeks schickt mich. Ach ja? Er bastelt also noch an seiner Besenverbesserung. Ich wollte ihm mal helfen. Aber dann hat er nur meine Flugtechnik kritisiert. So eine Frechheit. Warum zieht er dich in seinen Besentest-Quatsch mit rein? Du hast doch gerade erst mit dem Fliegen angefangen. Hat er von deiner tollen Flugstunde mit Clopton gehört? Da ist wohl jemand neidisch auf mein Können auf dem Besen. Ich? Kapitänin von Slytherin? Eifersüchtig auf dich? Alle wissen doch, dass der Unterricht nur für Anfänger, Störenfriede und Stümper taugt. Aber aus irgendeinem Grund halten dich die Leute jetzt für Konkurrenz. Das geht so nicht. Vielleicht bin ich ja Konkurrenz. Du bist ja nicht mal in Slytherin. Könntest auch glatt ein nutzloser Squib sein. Es reicht. Es gibt nur einen Weg, um herauszufinden, wer besser fliegt. Ich halte einen Rekord auf dieser Strecke. Kannst du ihn schlagen? Slytherin gegen Gryffindor. Kannst du mir mehr über diese Strecken sagen? Willst du etwa Zeit schinden? Na schön, wenn's sein muss. Diese Strecke erfordert Konzentration. Du musst vor jeder Kurve Tempo und Höhe bedenken. Die anderen testen die Ausdauer. Es sind drei Strecken, vor Ewigkeiten von Ehemaligen gebaut. Seit Black Quidditch gestrichen hat, gibt es diese Strecken oder nichts. Ich habe sie wieder populär gemacht. Die ganze Schule will dabei sein. Na dann, zeig doch mal, was du drauf hast, Frischling. Okay. Ach, warum nicht? Ich schlage deinen Rekord. Ich freue mich schon so drauf, dich verlieren zu sehen. Ich würde doch nicht so große Fresse machen. Man weiß ja warum, ne? Ich weiß gar nicht, wie das geht. Geschafft. Okay. Das lief nicht so gut. Können wir das irgendwie beenden oder so? Ich weiß gar nicht, wie das funktioniert. Das ist das große Problem. Hallo? Ich möchte nicht oder durch. Hallo? Oh mein Gott. Du erst kurz auf Fresse machen und dann abhauen, oder was? Das macht richtig Spaß. Spaß, aber hey, ich kann nicht fliegen, ey. Perfekt. Ja. Echt nicht. Gerade ist hallo. Ja, auch eingeschaltet und zack. So ganz schön. So viel, ich kann das gar nicht. Super. Ja, ich bin total am Arsch. Wir müssen es nochmal machen. Ich muss echt üben. Weil ich gerade aufgestanden. Geht das nicht. Das kann ich besser. Ja. Noch ein Maß, ne? Einmal den ganzen. Was? Das Spiel schmiert ab.
Ach so. Okay. Wusste ich nicht. Das Spiel ist abgespielt. Ist ja auch mal lustig, ne? Ja, danke dir. Das heißt, ich kann das Ganze... Gut. Es war nicht so schlimm, aber... Du schmierst das Spiel ab? Hm. Guck mal, hier. Wow. Super. Nee, sehr hoch. Hoch, 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 hoch. Ah! Seht ihr, ich meine das. Wenn das plötzlich so durcheinander fliegt, dann... Ist das ein Dummy oder was? Wer ist das überhaupt da hinten? Wunderbar. Perfekt. Ah. So. Nicht zu viele Sperenzchen hier machen. Spaß macht für mich keine Ahnung. Ne? Also muss ich den rechten Körper echt aufpassen. Hallo. Moin, moin. Guten Tag, hallo. Heute Morgen ist Old am Start. Flugstunde bei total komischen Philosophie. Also was? Was vorhin? Also vor dem Absturz oder was? Komm mal, ein bisschen Power. Ah, ich hasse die Power hier. Das ist das zweite Mal fliege. Nicht schlecht. Ja. Spiel, ich schmied das Spiel jetzt wieder ab? Nein. Erstatte Emilia Bericht. Muss ich ja irgendwas Bericht erstatten? Oh mein Gott. Du hast doch geschummelt. Ugh. Na gut, du hast gewonnen. Es ist noch nicht vorbei. An nur einem Rennen kann man kein Talent festmachen. Mein Sieg bedeutet schon etwas. Du bist schon nicht schlecht. Aber wenn du meinen Respekt verdienen willst, musst du dich noch beweisen. Herausforderung angenommen. Vielleicht hast du es ja doch drauf. Wir werden sehen. Aber mach dir keine Hoffnung. Die nächste Strecke bei Irondale ist eine weit größere Herausforderung. Versuch doch, dich mit noch einer Runde hier vorzubereiten. Melde dich am Podium, bei der Bestenliste. Dort siehst du deine Zeit und kannst das Rennen starten. Wir sehen nächstes Mal, ob dein Sieg mehr als nur Glück war. Bei einer Erledigung für Albi Weeks. Warum mache ich so einen Quatsch überhaupt? Geh zum Podium zurück, um andere... Okay, einfach hier draufstehen, ne, so wie... Ich kann nicht... Okay, Mr. Weeks wird sicher gern hören, wie ich mich geschlagen habe. Ja, übrigens so eine Frage. Ich bin doof. Revelio. Nö. Ach so, auf dem Gelände können wir, glaube ich, gar nicht, ne? Kannst du mal... Mein Gehirn ist eh Brei. Also, wenn ich mich an Personen erinnern könnte, ohne Gesicht, also wenn ich die Gesichter nicht sehe, dann ist eh alles vorbei bei mir. Guck mal, hier Besen, ne? Besen, können wir jetzt Besen? Irgendwas sagt ja, Besen, komm. Mach schon. Fies. Wann dürfen wir mit einem Besen rumfliegen? Nie, oder was? Dauert schon eine Weile hier, ne? Wir haben übrigens Missionen zu machen, ne? Wenn man so plus minus gesehen, ne?
Wir haben Missionen, die wir starten dürfen. So. Kehre zu Albo Weeks zurück. Wollen wir das in der Dunkelheit machen? Ich weiß es gar nicht. Nee, ich wollte eigentlich zu Dingens. Hier, genau, weil hier können wir sagen, jo, warte bis der nächste Tag oder Nacht oder was auch immer ist. Toll. Okay, jetzt haben wir zur Nacht gewartet. Perfekt. Ja, jetzt kommen die bösen Geister. Genau. Nochmal warten und dann geht's hoch. So. Genau, das Tor geht hoch. Es ist morgen. Wir haben auf dem Boden gepennt. Wie immer eigentlich schlafen wir auf dem Boden. Klingt super, ist auch so. Hallo, Mister. Hier zu LB Weeks zurück. So, tun wir es doch einfach mal. Ohne Probleme zu bereiten. Warum? Zeit. 6 Jahre war das her? Du warst vor 6 Jahren Kommentator bei Splice Clan. Ja, stimmt, ich war glaube ich 3 Clans oder so teilweise. Oh, warte mal kurz. Immer noch hier noch eine Runde. Wen haben wir hier? Die Trompetendinger? Jo, können wir doch. Aber wie komme ich da hin? Schon ewig keine lohnenswerte Beute mehr gesehen. So, und hier hoch. Ein paar Gameplays von mir. Ja, Commentaries. Stimmt, ich hab da einfach. Stimmt, ich. Ich hab schon lange kein Einhorn mehr getötet. Ja, dann halt eben so. Mal schauen, was deine Leiche in den Terrain hat. Protego! Guter Trick. Ist das alles, was wir heutzutage zu tun haben? Ich weiß gar nicht mehr. Du hast den ganzen Kopf schon. Ich weiß, das ist. Irgendwann wirst du kämpfen müssen. Rebellion. Stimmt, hier ist noch was hier. Weniger in unserer Welt. Ach so, stimmt, das ging ja so. Ich bin ja auch doof. Was haben die überhaupt? Nö, ist alles hier. So. Das ist schon 6 Jahre sind eigentlich nichts. Das ist die Hälfte von dem, was ich hier auf YouTube und gut Twitch nicht, aber vor YouTube verbringe. Oder verbracht habe. Mittlerweile. 2011 oder 2012. Irgendwo darum hat es angefangen. Von mir. Keine Ahnung. Ei, Gropper hier. So. Dürfen wir weiterfahren hier? Danke sehr. Okay. Das heißt also, wir haben. Oh je, die Dinger. Reparo. Incendio. Aliamos. Levioso. Auch nicht, ne? Lumos. Reparo. Da hätte ich auch selber drauf kommen können. Wow. Wir haben gar nicht mehr so viele Zaubersprüche. Und das alles von dem Kollegen, die 4, die ist 95 oder? Ja, immer noch im Arsch. Immer noch im Husten. Aber nur ein Reizhusten. Der Rest ist, Elend. Ich bin zu doof. Wir müssen ja zuerst das hier machen. Mal sehen, was du diesmal zu bieten hast, Merlin. Stimmt, diese Merlin-Dinger, ne? Es gibt gefühlt etwa 100 davon. Reparo.